Well, now, when the exile is sweet up, the tourism looming sound. He was a long legged guitar pick, a bit of a wicked wandering eye, but he was a man, nearly all the time. Well, frankly, he kept up to leave, but he promised a day. He said, the heck a little Mickey could do, a little further down the track. He said, I knew a man, I wasn't doing him wrong. But Frankie girl, I'm on the sofa, thinking about her remain. Why follow with a couple's from dancing to the music of his band? But Frankie didn't know. Vertreter nach vorn und natürlich die Frau Teiling dazu. Die Kinderwelt Erzgebirge aus Marienberg. Ja, jetzt kommen sie schon. Und die Frau Teiling, Elternverein. Und da kommen die Marienberger. Und die Marienberger kommen nicht mit leeren Händen. Und ja, ich gehe da raus jetzt in die Leiterin, bist du? Ich bin nicht die Leiterin, ich komme direkt von Gregor. Also wir sind die Kinderwelt Erzgebirge und Gregor von Kindertagesstätten. Wir haben 10 Kilos und 10 Portes. Und hier, das sind alles Erzieher, die wir mitgebracht haben. Die fleißig mit Laufen, die fleißig Spenden gesammelt haben. Und das haben wir jetzt hier auf dem Scheck drauf geschrieben. Also einmal, was die Kita gesammelt hat und was die Geschäftsstelle noch gesammelt hat. Und das möchte ich auch mal übergeben. Und das soll aber ein bisschen weiter hinten steht, einfach mal zeigen. Das sind einmal 705 Euro und hier stehen stattliche 278 Euro. Irre. Das sind Tausender zusammen, ne? Also, das ist wunderbar. Ein Tausender, Frau Teiling. Ja, wunderbar. Ja, wie sind die Spenden zusammengekommen? Erzähl es einfach mal. Also ich denke, in der Einrichtung werden die Erzieher mitgegeben haben, die halt nicht mitlaufen alle. Und die Lehrer aus der Schule, die zur Grundschule gehören. Und bei uns, bei den Trägern, wir sind ja selber ein gemeinnütziger Verein, wir haben das Vorstand, der gibt da auch immer gerne mit. Also das, wir laufen schon viele Jahre mit und es funktioniert fast wie im Selbstlauf, dass wir da immer gerne unterstützt werden. Ich habe Zählung. Sie sind natürlich hier bei einem Verein, der ist gerade Kinder in den Westen. Und wie sind Sie auf den Verein aufmerksam geworden? Warum haben Sie sich genau für den Elternverein in Chemnitz entschieden? Also das liegt auch schon drei Jahre zurück, weil selber, also wir betreuen über 1500 Kinder
Und da war auch mal ein Lied dabei, was davon betroffen war. Und das hat eigentlich den Grundstein gelegt, dass wir angefangen haben zu laufen und zu singen. Und so soll es sein. Da können wir nur Danke sagen. Ein ganz, ganz großes Dankeschön. Und wir freuen uns ganz herzlich. Und würden uns natürlich auch freuen, Sie im nächsten Jahr erneut hier in Oberwiesenthal begrüßen zu dürfen. Und jetzt muss es natürlich auch noch das Foto geben mit den Knirpsen aus Marienberg. Die Julia möge bitte noch mit nach vorn kommen zu ihren Betreuern. Die Julia gehört noch mit dazu. Und dann gibt es ein riesen Dankeschön. Und wir schauen mal hier zur Uhr. Wir haben 17 Uhr und gleich 45 Minuten. Das heißt, die letzte Viertelstunde beginnt und um 18 Uhr wird dann die Laufstrecke geschlossen. Das heißt, die letzte Möglichkeit, sich hier noch am Lauf zu beteiligen. Und wer davon noch Gebrauch machen möchte, natürlich gerne, gerne. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit und traditionell werden dann die Organisatoren die Laufrunde beschließen.